Markus, ganz, ganz hart umkämpfter Sieg heute in Stuttgart. Was hat es so schwer gemacht für euch? Ja, Stuttgart hat sehr gut begonnen, sehr viel Druck gemacht, auf direkt am Anfang auch sehr hoch gestanden. Wie gesagt, versucht Pressing zu spielen. Es hat uns natürlich ein bisschen schwer ins Spiel kommen zu lassen. Aber ich denke, dass wir dann immer besser ins Spiel kamen und uns auch die Chancen erarbeitet haben, vor allem in der zweiten Halbzeit, und natürlich überlegen waren, dass das Tor eigentlich dann auch eine Frage der Zeit war. Dass es dann natürlich so fällt durch die Hand, ist mir ein bisschen glücklich, aber gut, das nehmen wir gerne mit. Und wir haben schon so viele Auswärtsspiele jetzt gehabt, wo wir richtig gut gespielt haben, uns nicht belohnt haben. Heute haben wir ein bisschen weniger gut gespielt, aber dafür belohnt. Ja, der Gegner, der stand mit dem Rücken zur Wand. Ich denke, wenn du Letzter bist, zu Hause spielst, da willst du alles dafür tun, dass die Punkte bei dir bleiben. Es war ein Spiel, was man nicht planen hat können, weil dann auch Hektik reinkommen ist, gelb-rote Karte. Von daher war das ein Spiel, wo wir viel Ballbesitz hatten, wo Stuttgart auf Kontersituation gelauert hat. Und das war heute die Kunst, da geduldig zu sein, und die Chancen, die wir aber hatten, müssen wir machen, und dann ist das Spiel, denke ich, auch vorher entschieden. Ja klar, erst bin ich wirklich glücklich über diese 3 Punkte, aber ja, auch die Minus ist, wir haben nicht unser bestes Spiel gespielt und darum müssten wir auch viel kämpfen und haben wir viel Ballverlust und darum, ja. Was dieses Spiel jetzt so ein bisschen chaotisch. Hast du das Überzahl als Chance für euch wahrgenommen oder eher vielleicht auch ein bisschen als Risiko? Beides, weil vielleicht der eine oder andere denkt, man muss nicht mehr so viel tun. Im Gegenteil, wir müssen mehr machen. Das hat der Trainer in der Halbzeit nochmal angesprochen. Wir müssen geduldig bleiben, wir müssen den Ball schnell laufen lassen, weil dann Stuttgart vielleicht müde wird. Aber das Wichtigste war, dass wir unsere Chancen machen müssen, dann ist das Spiel früher entschieden. Aber wir sind glücklich, dass wir hier auswärts den Dreier mitgenommen haben. Und wenn es spielerisch nicht so läuft nach vorne, dann muss einfach auch mal so ein Standard her, um die Bude zu machen. Ja, richtig. Aber ich glaube, das war ein Konter mit dem anschließenden Handspiel im 16er. Ich glaube, dass wir auch so genug Chancen aus dem Spiel raus hatten, nur versäumt haben, das Tor zu machen. Und wenn es ein Standard sein muss, wir nehmen alles. Was sagst du zu deinem Kapitän Paul Verhaag? Der hat eine unglaubliche Trefferquote vom Punkt. 4 Elfmeter jetzt verwandelt in dieser Saison und führt mit Tobi als Außenverteidiger die Torjägerliste jetzt an bei uns. Ja, Wahnsinn. Erstmal, dass wir so viele Elfmeter bekommen. Und dafür darf er sie auch schießen, weil er auch alle reinmacht. Nee, Quatsch. Hut ab. Ist keine einfache Situation immer, gerade auswärts. Aber Paul macht das bis jetzt überragend und von daher darf er gerne so weitermachen. Der FCA auf Platz 6 jetzt hochgeklettert in der Tabelle, das ist eine super Momentaufnahme für uns, oder? Ja klar, sicher. Darum bin ich hier sehr positiv, dass wir aus diesem schwierigen Spiel 3 Punkte mitgenommen haben. Und ja, jetzt ist vorbei, geht weiter. Wir haben jetzt 18 Punkte und Platz 6. Platz 6, eine schöne Momentaufnahme oder vielleicht auch ein Fingerzeig, dass ihr die Saison aus dem letzten Jahr bestätigen könnt? Das wollen wir natürlich, die Leistung bestätigen und wenn es geht, noch einen draufsetzen. Aber man hat heute gesehen vor dem Spiel, es ist alles so eng beieinander. Wenn Stuttgart gewinnt, die waren vor dem Spieltag letzter, dann sind es nur noch 3 Punkte Rückstand. Jetzt haben wir den Abstand natürlich vergrößert. Wie gesagt, ich persönlich schaue da ehrlich gesagt nicht so auf die Tabelle. Das ist noch ein langer Weg, den wir gehen wollen, und von daher ist es dann im Mai am 34. Spieltag irgendwann aussagekräftig. Aber natürlich ist es eine super Momentaufnahme. Die Fans draußen sind auch begeistert, wie die Tabelle eingeblendet worden ist, und dürfen alle auch ein bisschen feiern. Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den FC Augsburg. Ich darf die beiden Trainer hier auf dem Podium begrüßen und Gästetrainer Markus Weinzierl um sein Statement zum Spiel bitten. Ja, sehr wichtiger Sieg für uns natürlich heute. Der tut auch wirklich sehr, sehr gut. Ich denke, dass wir in den ersten 30 Minuten ausgeglichenes Spiel gesehen haben. Dann kommt die Situation mit der gelb-roten Karte. Ich war gar nicht so glücklich darüber, weil es nicht zu unseren Stärken gehört, einen gut geordneten, tiefstehenden Gegner dann auszuspielen. Und vor allem die psychologische Situation war auch so, dass wir natürlich mit der Überzahl dann irgendwo das Spiel gewinnen wollten, aber auch natürlich wussten, dass wir heute auf keinen Fall verlieren dürfen. Und in Überzahl passieren oft Dinge, wo man dann einfach ausgekontert wird oder Standardsituationen, so wie auch 1-2 Situationen beim Gegner da waren. Ich denke an die Riesenchance von Leitner. Aber die Jungs haben es gut gespielt, haben es geduldig gespielt, haben ihre Chancen herausgespielt. Wir haben 2-3 liegen gelassen, haben einen Elfmeter gebraucht heute, um dann dieses Spiel zu gewinnen. Aber ich denke,
über 90 Minuten gesehen, geht der Sieg dann in Ordnung. Tut uns natürlich wirklich sehr, sehr gut und der Blick auf die Tabelle ist für den FC Augsburg natürlich auch sensationell heute. Danke. Vielen Dank, Markus Weinzierl. Armin Fee, bitte. Ja, ich denke, viel bitterer kann man eigentlich das Spiel nicht verlieren. Wir waren ganz gut im Spiel bis zur 28. Minute. Denke ich, dass wir richtig gut angefangen haben, dass wir auch immer wieder in den Strafraum kamen, dass wir präsent waren, haben auch nichts zugelassen. War okay und dann kriegen wir gelb-rote Karte, die aus meiner Sicht hätte ich nie gegeben. Hat er clever gemacht, all den Top, aber war so, dass die erste war okay, die erste gelbe Karte war ein taktisches Foul, das kann man geben. Aber die zweite nach der 28 Minuten, Tina, es war natürlich mit Spiel entscheidend. Er hat eigentlich den direkten Weg, er sieht, dass er den direkten Weg hat, also dann eigentlich normalerweise den Zweikampf verliert und stellt dann seinen Körper so rein und dass er dann noch schön hinfallen kann und Schiedsrichter, wenn er so sieht, kann er zwar Foul geben, aber gelb-rote Karte ist es für mich nie und nimmer. So, mit 10 Mann war es natürlich schwer, aber wir haben ordentlich gestanden, wollten dann natürlich die Chance nutzen, einen Konter zu setzen. Wir haben es einmal fast gelungen mit Leitner, der eine Riesenchance hat. Aber ansonsten hat Augsburg es geduldig gespielt, hat auch die eine oder andere Chance gehabt, aber wir haben richtig gut verteidigt, haben richtig gut verschoben und haben immer auch wieder Situationen gehabt, wo wir vielleicht dann noch besser zu Ende spielen müssen. Und dass dann das Spiel ein Elfmeter, der Elfmeter das Spiel entscheidend ist natürlich doppelt bitter, was für mich nie und nimmer Elfmeter war. Ja, machen wir nur Regelschulung Anfang der Saison, kommt der Schiedsrichter und erklärt uns so und so, unnatürliche Handbewegung. Wenn das eine unnatürliche Handbewegung ist, sollen wir alle mit den Armen hier auf dem Rücken wieder rumlaufen. Dieses Thema ist ein Scheißthema. Wir sind leidtragend diesmal und verlieren dann so ein Spiel. Die Mannschaft hätte sicher zumindest so unentschieden verdient gehabt. Traurig für die Jungs, weil sie wirklich alles gegeben haben. Aber wie im richtigen Leben, wenn du da unten stehst, dann laufen solche Dinge. Und dementsprechend müssen wir uns überlegen, was wir jetzt wieder für nächste Woche machen. Sonst muss ich noch sagen, wenn man unsere Jungen sieht hier in Innenverteidigung, gerade der Baumgartl hat man heute, der hat für mich ein klasse Spiel gemacht, der Junge. Der ist klar in der Birne. Das einzig Positive jetzt, wenn das Ergebnis scheiße ist und der Spielverlauf im Endeffekt so ist, aber der Junge war richtig gut. Danke, Armin Fee. Wenn Sie Fragen an die Trainer haben. Markus, wie bewertest du denn das Handspiel oder das vermeintliche Handspiel? Ach, das sind ja die ewigen Diskussionen. Ich denke, dass es ganz schwer zu beurteilen ist. Also natürlich die Flugbahn da verändert. Aber ich glaube, wenn wir jetzt 20 Schiedsrichter fragen, dann entscheiden die wahrscheinlich ein paar Mal anders oder sind sie auch nicht ganz einig. Und wir Trainer haben da unterschiedliche Auffassungen. Ich glaube, dass das Problem darin liegt, dass die Regel einfach sehr, sehr schwer ist. Was ist Vergrößerung der Körperfläche, was ist unnatürliche Handbewegung und das vor 40.000, 50.000 Zuschauern in Sekundenschnelle zu entscheiden, ist unheimlich schwer. Es war 11 Meter, weil er gepfiffen hat. Wir haben es dankbar angenommen und ja, so ist es. Armin, der Stefan Reuter, der ja auch hier im Saal ist, hat bei den Kollegen von Sky gesagt, zu 100% ein Elfmeter. Du sagst zu 100% kein Elfmeter. Wo liegt denn da die Wahrheit? Das ist gut, dass der Stefan kein Trainer ist, weil der wäre nicht sehr erfolgreich, sage ich mal so. Herr Fee, Sie stecken jetzt tief im Tabellenkeller drin. Letzter, würden Sie jetzt schon von einer Krise reden? Oh ja, da stecken wir schon länger drin jetzt im Prinzip. Ja, wenn ich nach dem 12. Spieltag 9 Punkte habe, das ist mir auch selten passiert in meiner Laufbahn, dann steckt man natürlich drin. Ja. Das ist doch eindeutig. Das war vorher schon so. Jetzt haben wir das vierte Heimspiel verloren. Also wenn du ja, aber wir spielen jetzt nicht so, dass wir da unten sein müssen. Aber das ist gefährlich an dieser Liga. Du hast im Prinzip ein bisschen Spielglück, wenn du hast, dann hast du 15 Punkte, wenn du es nicht hast, dann hast du 9 Punkte. Ja?
Und das ist das, weil du hast keine Mannschaft mit, normalerweise sagst du Paderborn, ja, vom Etat her müssen die normalerweise unten stehen, aber die machen eine gute Saison. Und ansonsten schauen wir die Augsburger an, die ein kleines Budget haben, aber die gut arbeiten, ja, was die nur auf der Bank haben, ja, dann kannst du weitergehen. Das ist bei fast allen Clubs, du hast keine schlechte Mannschaft mehr. Ne? Und das ist gefährlich. Wir spielen jetzt nicht so, als wenn wir Letzter sein müssten, aber wir sind's. Und von daher ist es natürlich, Krise, Krise ist gut gesagt, als Tabellenletzter gibt es da kein anderes Wort. Ne? Außer es wäre am zweiten Spieltag oder so, dann wäre es jetzt nicht so dramatisch, aber am 12. Weitere Fragen? Nicht der Fall, dann danken wir für Ihren Besuch, wünschen den Gästen einen guten Nachhauseweg, schönen Abend.